strahlende Sonne, kristallklares Wasser, weißer Sandstrand. Ferienfeeling pur. Eine Zeit, die sich gerne alle von der schönsten Seite zeigt. Das WebTV von der Schweizer Illustrierten hat darum mit Hilfe eines Profiteams von Gel die wichtigsten Tipps für modisch angesagte Strand- und Sommerfrisuren zusammengestellt. Also, es muss helfen, im Sommer sind natürlich Accessoires. Also es war auf verschiedene Varianten, also da kann man sich wirklich den fantasiefreien Lauf lassen. Man kann Blumen nehmen, man kann Haarreif nehmen, Haarbänder, Spängeli. Ich denke, eins, was ganz wichtig ist, dass man wirklich sich für etwas entscheidet und nicht die Sachen, die zu fest mixen. Wichtig ist, mit dem Eisen waagrecht rein und ganz langsam abdrehen. Jetzt die Abteilungen, die durch das entstanden sind, leicht auskennen. Dann tun wir das Band an. Das Band kann man verschieden hintun. Sei es jetzt breit, so ein bisschen piratenmässig. Oder dreht. Ich habe mich jetzt für das Dreiten entschieden, weil es ist einfach einmal etwas anderes, was man nicht gerade überall sieht. Jetzt einen Zopf integriert mit einem Tuch. Von der Seite her habe ich mich jetzt für diese Seite entschieden, weil sie den Scheitel schon so über hat. Und habe das Tuch da unten direkt schon mit einem Nödel befestigt und mache jetzt den Zopf so über mit dem Tuch drin. Jetzt wird als erstes gerappt, das war der ganze Kopf. Dann wird alles richtig durchgekämmt, dass es wirklich schön Frise hergibt. Dann ein Schwanz, schön da unten am Nacken an, mit einem coolen Accessoire. Und oben dann ja auch mit Accessoire, wenn ich arbeite. Ganz wichtig ist bei den heissen Temperaturen natürlich auch die Pflege. Die Leave-In Conditioner sind wirklich die Sprühconditioner, die man auf das Haar sprüht, zum drinnen lassen. Was speziell für das gemacht ist, ich sage mal, die meisten benutzen das nicht unbedingt so, aber gerade im Sommer ist es einfach etwas, das wirklich einen absoluten Schutz gibt für das Haar. Wir haben einen UV-Schutz, wir haben mehr Glanz drinnen, wir können Splitzen vorbeugen. So. Also etwas, das im Sommer am Strand unerlässlich natürlich ist. So, ja. Und mit so einer Frisur steht dann auch im Sprung ins kalte Wasser nichts mehr im Weg.